Playoff-Erfahrung, die diese Mannschaft hat. Ja, vielleicht. Aber ist es nicht doch das Hier und Jetzt, das eigentlich zählt? Und das spricht dann für die Fishtown Penguins. Versucht es auf die Stockernseite. Wie geht am Tor vorbei? Torschütze in Spiel 1. Cole Conrad. Wieder kommt der Puck ins Tor. Auch da so ein bisschen Statistik mit reingenommen. Das jetzt der 11. Torschuss von Bremerhaven. Der 12., der 13. Und überragender Save von Matthias Niederberger. Conrad, Druckisa, nochmal gespielt. Jetzt könnte es den Konter geben. Parks von der Strafbank. Parks nicht vorbei an Christos Gudlewskis. Wieder Šiga Jeglič und Janur Bass. Jeglič. Spielmacher Altersschule. Und der hat wieder den Pass für Verlič. 2:0 für Fishtown. So, jetzt Philipp Vareka. Vareka Heigl durch. Und da ist das Anschlusstor von München, Markus Eisenschmidt. Heigl. Abelshauser, Abelshauser wieder mit Pass. Daubner, Ausgleich. Daubner, man glaube es oder nicht, mit seinem allerersten Playoff-Tor in der deutschen Eishockey-Liga im 47. Spiel. Hin und wieder Ulin, so ein Spieler, dann auch so ein Torschütze, den niemand auf der Rechnung hat. Achtung, 2-auf-1-Situation. Brugisa entscheidet die Partie. Und dann ist es doch einer, der das kann. Und Bremerhaven geht in dieser Serie mit 2:0 in Führung. Wir werden keine Dinge gesammelt, sondern die Momente. Und das ist der Moment.